Ja, Felix Packlin. Ich bin aktuell im ersten Lehrjahr. Bin jetzt seit 1. August 2017 dabei. Aufgaben halt alles, was so anfällt, ne? Was Vorbereitung für die Reifensaison jetzt zum Beispiel angeht. Aber hauptsächlich klar bei den Gesellen eingeteilt, kriegen wir dann Sachen beigebracht. Und, ja. Also ich habe vorher Maschinenbau studiert, 2 Jahre hier in Bochum an der Rupp. Und da dachte ich mir dann während des Studiums, dass mir das echt ein bisschen zu theoretisch ist, dass ich zunächst erstmal gerne das, womit ich dann später arbeiten möchte, auch mal in der Hand hatte und auch ja, damit mal Umgang gehabt haben möchte. Und bis jetzt hat sich die Entscheidung mehr als bezahlt gemacht. Also war bisher eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Danach kann man immer weitersehen. Also ich habe bis jetzt auch schon super Angebote bekommen, hier von der Firma mich weiterzubilden, die ich auch auf jeden Fall wahrnehmen werde. Team Eier hat ja auch eine Talentförderung. Daher denke ich, dass es da durchweg viele Möglichkeiten gibt, sich seine Karriere aufzubauen und dahingehend auch erfolgreich zu sein. Eine gelungene Karriere bei Team Eier bedeutet für mich, dass ich ohne Probleme meine Gesellenprüfung bestehe, dass ich übernommen werde, dass ich das, was ich hier vermittelt bekomme, auch umsetzen kann. Ja, Spaß an meinem Beruf macht mir irgendwo ein Stück weit klar, dass ich mich dreckig mache, dass ich mit der Materie Autos zu tun habe, weil ich weiß nicht, wann ich mich nicht mit Autos beschäftigt habe, auch vor der Ausbildung. Ja, einfach tagtäglich damit zu tun zu haben, dass hier Getriebe ausgebaut werden, dass hier an Motoren gearbeitet wird, aber eben auch nicht nur sowas, sondern auch so Feinheiten, ne? So ein Service, wie man den einfach mal macht. Es geht einfach wirklich nur um das Automobil und das macht mir im Großen und Ganzen am meisten einfach Spaß.